Ladies and gentlemen, welcome to Super Asia Brothers. Es ist wieder soweit. Hallo Jungs und Mädels, da sind wir wieder. Juhu! Erste Sendung von Idiome für Amen. Das erste Idiom haben wir schon für euch. Alter, Erdbeben hier. Das erste Idiom haben wir schon für euch abgedreht, war ein sehr lustiger Dreh. Und bevor wir weiter sabbeln, würde ich sagen, schau rein! Tja, ja. Erich Kästner, welcher sich schwerwiegend mit Polit-Satire und Gedichten befasste, erkannte schon 1931, dass... Was ist denn, wenn dann da? Dich nass, Digga. Zaubertrick. Gut. Leute, lasst euch nicht durch den Kakao ziehen. Ursprünglich natürlich. Lasst euch nicht verarschen, ja, richtig? Aber wer kam denn auf die Idee mit diesem Kakao? Ja. Wer war das noch? Erich Kästner. Wie wir in den Medien schon angefangen hatten, 1931, ja, Erich Kästner ist für viele vielleicht ein Begriff. Nicht nur ein Komödiant, sondern auch Polit-Satire und Gedichte und Lieder und was weiß ich, hat er alles geschrieben. Ganz interessante Sachen. Und unter anderem hat er ein Gedicht geschrieben gehabt, und zwar mit dem Inhalt, müsste ich jetzt kurz lesen, weil das konnte ich mir leider nicht merken. Was auch immer geschieht, nie dürft ihr so tief sinken von dem Kakao, durch den man euch zieht. Auch noch zu trinken. Ein Friend? Oh, klar, Friend. Nimm mir auch ein. Dankeschön, my friend. Aber wozu hat er diese Zeilen geschrieben? Nicht nur aus Jux und Tollerei. Genau. Sondern er wollte auf die ankommende nationalsozialistische braune Welle aufmerksam machen. Wie gesagt, 1931, das war direkt vorm... Ja, ich sehe das genauso. Ersten Weltkrieg. Zweiten, Entschuldigung. Ach, so ist das. Das heißt, Erich Kästner, Kärtner, Gärtner oder wie auch immer der heißt, meinte nicht den Kakao, sondern meinte das anders. Was meinte er denn? Nicht das Getränk, sondern hier die Thaddäus-Leute. Diese... Weißt du, Thaddäus hat doch eine Platte, ne? Und immer schön poliert. Kärtner, Gärtner, irgendwas. Aber Erich, ne? Oder nicht? Ja, hey, hier. Der Kakao sollte einfach nur die Farbe darstellen, und zwar die Farbe der Uniformen von den von die Glatzen von früher, ne? Ab der nächsten Folge, das war jetzt heute nur der Pilot für euch, um mal zu sehen, wie das so ungefähr funktionieren wird. Aber wir haben jetzt noch eine Erneuerung, und zwar, wir wollen euch mit einbeziehen. Wir möchten, dass ihr... Ja, und zwar haben wir beide uns was Schönes ausgedacht. Wir werden euch ab sofort immer Clips in der Länge von maximal einer Minute präsentieren. Und es wird sich ein Idiom in diesem Clip verbergen. Und wir wollen, dass ihr in dem Zeitraum bis zu dem nächsten Clip, wollen wir, dass ihr versucht zu erraten, um was für ein Idiom es sich handelt. Schickt es wieder an diese unten aufgelistete E-Mail. Und... Wuhuhu, da reingehören! Oh, hast du gerade auch so klein? Was wieder. Ist ein Anruf? Ich nehme mal den Schluckwasser. Toll, jetzt liegt sie im Bett! Ja, bis zur nächsten Folge. Bing, bis dann. Achso, ja.